Einen wunderschönen guten Morgen, liebe Freunde der Sonne, und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Let's Play GTA San Andreas mit Paxis. Und ja, ich bin ziemlich fett geworden, wenn man das so sieht. Ziemlich fett geworden. Ich hoffe, das lohnt sich auch mit der Freundin da. Ja, weil ich halt echt dick bin, ne? Egal. Ja, was für eine Mission machen wir heute? Ich bin am überlegen, ob ich mir einfach mal genügend Munition kaufe und... Hallo, steige auf das Motorrad. Ob ich mir einfach mal genügend Munition kaufe und dann dementsprechend die Mission nochmal mache, wo ich meinen alten rauchenden Freund abschießen muss. Aber dafür muss ich erstmal schauen, wo das nächste Munitionslager ist. Hier, wie es aussieht. Okay, einfach danach links der Straße folgen. Und nach der Kurve nach rechts. Aber da müsste ja auch noch Kater schon sein. Okay, die nächste nach links. Ja, ich werde mir wie gesagt ein paar SMGs kaufen. Wir haben jetzt über 50.000 Dollar. Das sollte also geldlich kein Problem sein. Die kosten zwar direkt 10.000, wollte ich schon sagen. 2.000. Aber wie gesagt, bei 51.000 Dollar sollte es kein Problem sein, sich die ein oder andere SMG zu kaufen. Natürlich auch mit genügend Munition, das sollte klar sein. Mal gucken, wie ich mit der haue. Ich denke mal so, naja, 5 Stück halt. Wollen wir einfach mal 10.000 Dollar investieren? Why not? Kann ich eigentlich eine neue... Naja, komm. Okay, ich wollte eigentlich nicht pistolieren. Ich will raus hier. Wie komme ich raus? Ah, mit Enter erstmal. Ja, das wollte ich wie gesagt nicht wirklich machen. Ich habe es sowieso schon gemacht und bravourös bestanden. So. Oh, es gibt mittlerweile sogar Gewehre und Sturmgewehre. Mal gucken, was die kosten. AK-47 wird natürlich schön teuer sein. Ja, 3.500 Dollar. Also das ist mir echt etwas zu viel. Mal gucken, was es an Gewehren gibt. Normales Gewehr hatte ich noch gar nicht, oder? Also ich habe eigentlich bisher nur Präzisionsgewehr gehabt. Kostet nur 1.000. Also wie gesagt, ich hole mir jetzt die SMGs, wie geplant. Für jeweils 2.000. Einmal, zweimal, dreimal, viermal, fünfmal. Ja, ich werde mir noch einmal holen. So, 510 Schuss und 30 im Magazin. Ich würde sagen, das reicht. Jetzt natürlich auf den Weg dahin sterben, damit ich alles wieder verliere. Das wäre natürlich super toll. Wie fett ich bin, krass, ey. Nur um diese Frau da zu bekommen. Die Frau war da auch nicht so fett. Was ist denn mit dem los? Nur wenn ich irgendwo rauskomme oder sowas, dreht gerade jemand am Rad und macht Dinge kaputt. So, wo muss ich jetzt hin? Jetzt müsste ich theoretischerweise, wenn ich mich nicht komplett irre, irgendwo hier runter. Hä? Ah, hier oben. Ah, hier wohnt auch meine Freundin. Würde ich sagen, gehen wir erstmal die besuchen, oder? Ja, machen wir mal. Mal gucken, ob ich die ausführen kann oder so. Ich würde halt schon gerne versuchen, das Ding jetzt da so weit voranzutreiben, bis wir irgendwann mal Sexy Time machen. Und zu gucken, was dann passiert, ob ich dann irgendwas Besonderes bekomme oder so. Ansonsten würde sich Karl einfach so freuen, wenn er mit einer hübschen Frau mal Sexy Time machen kann. Von daher passt das schon. So, versuchen einfach mal querfeld einzufahren. Das geht mit dem Motorrad immer deutlich besser als mit einem Auto, weil das Motorrad kann sich halt nicht auf den Kopf... Oh, rechtzeitig gebremst. Das Motorrad kann sich halt nicht auf den Kopf stellen und explodieren. Also da muss es dann schon extrem beschädigt sein, damit es explodiert. Von daher... Ah, das stimmt jetzt, wo ich dieses Woozy-Symbol sehe, fällt mir ein. Ich muss ja auch noch ein bisschen schwimmen gehen, ne? Also vielleicht machen wir das direkt nach der Mission, wenn ich die Mission hier... wenn ich die Mission erfolgreich bestanden habe, dann kann ich ja direkt da am Wasser ein bisschen tauchen, bis ich... Oh, geschafft, sehr geil das dann. Ja, dann kann ich ja am Wasser ein bisschen tauchen, bis ich genügend Luft habe, um die Mission von Woozy zu erledigen. Wo ist sie denn? Michelle's Auto Repair. Ah, cool. Und hier steht dieser Monster-Truck, oder was? Der steht doch bestimmt nur da, wenn ich mit Michelle befreundet bin. Also wenn ich mit ihr zusammen bin oder so. Geil. Hat eine eigene Werkstatt, gefällt mir. Gehen wir mal zu ihr. Gucken, was sie sagt.
Hallo. Hi, CJ. Hi, pretty lady. We could go and get some food if you like. Bringe, was sucht dein Lokal aus, das deiner Freundin gefallen könnte? Bring sie hin. Es stehen schnelle Imbisse, Restaurants, Bars und Diners zur Auswahl, die alle auf der Karte bezeichnet sind. Puh, was könnten der gefallen? Ich glaube, die, wenn die will, dass ich fett bin und sowas, will die doch bestimmt in ein Burger-Restaurant, oder? Glaube ich zumindest. Ich gehe einfach mal direkt hier zur Pizza. Ja. Mal gucken, ob mir das gefällt. Ich hoffe doch. Jetzt kein Unfall bauen, das wäre sehr peinlich. Ich meine, wir haben beide keinen Helm auf. Und meine neue Freundin, das erste Mal, dass ich sie ausführe, da direkt ein Unfall wäre echt. Als ob ihr die Gegend gefällt. Ich richte, als ob ihr die Gegend gefällt. Was ist los? Oh, fuck. Wo müssen wir denn hin mit der? Naja, da würde ich sagen, bleibt uns nichts anderes übrig, als zum Restaurant zu gehen. Weil das dürfte ja jetzt hier ähnlich sein. Vielleicht will die ja. Nein, wir gehen einfach mal zu dem Restaurant. Hier, ne? Bin ja mal gespannt, ob es gefällt. Sieht nicht so aus, oder? Oh, verdammt! Wo will die denn hin? Fuck, muss ich die nach Hause fahren? Take me home, baby. Das könnte was werden. Okay. Ja. Also kann ich mir nicht vorstellen, wenn du hier nicht. Du wurdest von einer anderen Freundin gesehen. Schnell schüttelt sie ab. Welche andere Freundin? Ich habe überhaupt keine andere Freundin. Die oder was? Mit der bin ich überhaupt nicht befreundet. What the fuck? Und vor allem, wie soll ich denn abhauen, wenn die direkt vor mir steht? Was ist denn jetzt los? Habe ich die jetzt verloren? Körperfett erhöht, du bist schwabbelig. Och, toll. Danke, dass ich schwabbelig bin. Was ist denn jetzt los? Habe ich jetzt keine Freundin mehr? Doch. Habe ich immer noch. Ach, ist mir jetzt egal. Ich mache jetzt erstmal die Mission, ne? Meine Herren. Was ist denn hier los? Was ist denn hier los? Dann will man nett sein und alles. Und dann kommt die andere angebliche Freundin, die ich ja nie ausgewählt habe, weil ich musste sie ja einfach nehmen. Ich war nicht ein einziges Mal bei der. Trotzdem ist es merkwürdigerweise meine Freundin. Und steht direkt vor mir, sodass ich nicht wegrennen kann. Oder halt wegfahren. Naja. Also das war jetzt schon ein ziemlich abgekartetes Spiel. Ich denke, die stecken beide unter einer Decke. Und sind lesbisch. Und wollen mir einfach nur das Geld aus der Tasche ziehen. So. Wollen wir mal. Hey Holmes, I'm up here. Go around the back. Habe ich jetzt das Scharfschützengewehr wieder oder finde ich das da? Ich weiß gerade gar nicht. Noch habe ich es zumindest nicht. Hey man, nice job getting that phone message. What's up with Jizzy? Dead. So what's the plan? T-Bone Security got here real early. They got men on the roofs watching over the pier. Okay. Yeah, I see you. That was Woozy's boys. They're in place. Look down by the side entrance. Shit, they're heading up to the roof. Shit! Mina, we're gonna have to take out T-Bone. Shit! Before this whole gig blows wide open. Damn! Schnell alle abschießen. Shit, they walk right into it. Shit! One of those Triad boys is down. There's still some on the left, CJ. Naja, ich hab's doch alle. Man, my bussing was tight. Natürlich was alles reingeschossen. So. Here comes T-Bone.
ja, stimmt, den muss ich auch noch umbringen. Here's that snake rider. Look at that fool, hanging out with the ballers like they was lifelong pals. Warum habe ich die eigentlich direkt erschossen mit dem Gewehr? Wenn die da gerade rausgekommen sind, da hätte ich doch gar nicht warten müssen. Chopper inbound. That's gotta be Torino. So, wir haben auf Torino noch gewartet, alles klar. Oh shit, he'll see the bodies on the rooftops. It's too late, man, he's tripping out, Holmes. Smoke grenades? So much for a surprise. Come on, we gotta take these fools right now. Wo haben die denn Smoke Grenades mit? Was sind da los? Na, ruhig halten. Sehr schön. So, sollen wir hier erstmal schön in Ruhe alle mit unserem Scharfschützengewehr aus sicherer Entfernung erschießen, wenn das mal irgendwann klappen soll. Hallo! Na endlich! Noch irgendjemand? Ich glaube, hier ist noch jemand. Okay. Okay. Jetzt haben wir die schon mal. Diesmal werde ich nicht einfach vom Dach runterfallen, sondern werde ganz brav, anständig, ordentlich die Treppe. Ist das eine Treppe? Ja, ist eine Art Treppe. Die Treppe nehmen. Ach, da ist ja noch jemand. Aber wobei, die Munition brauche ich eigentlich, fällt mir gerade so ein. Deswegen nehme ich doch lieber Scharfschützengewehr. Ist das hier oben? Ist das jemand von mir? Ja. Schön mit dem Scharfschützengewehr neben der Polizei laufen. Optimal. So. Gucken, damit niemand überfährt. Wie gesagt, jetzt zu sterben wäre sehr unangenehm. Ich habe sehr viel Geld investiert. Okay, Kopf ist weg. Na, bleib stehen. Hey. Ich hab da nur eindeutig die Kniescheibe getroffen. Was ist denn da los? Da dürfte sie nicht mehr laufen können. Ist da noch irgendwo jemand? Warum schießt der Typ denn auf mich? Ist der behindert oder was? Hallo, hier ist niemand mehr. Worauf schießt der denn bitte? Was ist los? Warum schießen die denn auf uns? Sind die dumm? Ja, ich gehe einfach weiter. Die muss ich eh nicht anschießen. Ich weiß ja nicht ganz, was das soll. Das sind doch Wusis, Leute. Die sind doch auf unserer Seite. Nächste Kopf weg. Ist lächerlich, oder? Richtig lächerlich. Finde ich zumindest. Oh, fuck. Habe ich nicht gesehen. Slow down, Carl. Wieso denn? Oh. Komm doch einfach mit. Muss ich die echt abschießen? Oh, das tut mir aber in der Seele weh. Komm doch mal. Oh, was ist denn mit dir los? Ey, das gibt's doch nicht. Ist der dumm? Komm doch endlich. Na, endlich. Jetzt kommst du aber, oder? Ja. Meine Herren. Meine Herren. So. Oh, war das letzte Mal, als wir die Mission gemacht haben, auch so viel Rauch? Da kann ich mich gar nicht mehr dran erinnern. Ich dachte eigentlich nicht. Das ist geil, oder? Man schießt den Kopf ab und jetzt ist er immer noch am Leben. Mendez, I see you, Reefer, motherfucker! Oh, oh, er könnte theoretischerweise noch leben. Theoretischerweise. Sherm-head, asshole. Where you think you going? Can't stop me. He's headed for those boats! Don't worry about it, I got this. Diesmal habe ich auch genug Munition, hoffe ich zumindest mal. Wäre natürlich krass, wenn die nicht reicht, aber das kann ich mir nicht vorstellen. Kann ich mir persönlich nicht vorstellen. Warum ist denn der schon so weit? Komm, Beilung, Beilung, Beilung. Auf diese Insel, da würde ich aber gerne mal ein bisschen Party machen mit denen, die da oben drauf sind. Haben die überhaupt Musik? Ich glaube, da haben Ghetto Blaster stehen, oder? Nee, das ist ein Lagerfeuer. Hallo, hoch mit dir. Stop, you bitchy bastard! So. Also, Lee Ryder, du kannst deinen Drake Bertag auf dem Boot schaffen. Was ist denn? Tanz, ich dachte, der kommt gleich. Na komm. Treffe ich den überhaupt? Ich habe immer die Angst, dass ich ihn nicht treffe.
So müsste ich aber getroffen haben, oder? Das habe ich noch auch wieder getroffen, oder? Schieße ich drüber? Kann das sein, dass ich drüber schieße? Ich habe echt das Gefühl, dass ich drüber schieße. Ich habe ja schon 100 Schuss verbraucht. Oder fast. Überhaupt nicht. Ah, doch, er brennt. Sehr gut. Telefon klingelt. What's up, Caesar? Hey, you okay, Holmes? You been watching from the pier with binoculars. Yeah, I'm good, I think. Listen, you guys better clear out. The cops gonna be all over the spot in a minute. Sure thing, see you back at the garage. 15.000! Geil, das ist ja mehr. Das ist ja mehr, was ich eingenommen habe. Als was ich ausgeben musste für diese SMG. Cool. Dann können wir jetzt beruhigt zurückfahren und vor allem das nächste Mortal Kombat Symbol nochmal angreifen. Oder wir machen jetzt halt direkt hier ein bisschen Tauri Tauri. Oh, Küstenwache. Suche mich vielleicht, keine Ahnung. Aber mal gucken, wenn ich hier irgendwo einen Steg oder sowas finde, dann kann ich ein bisschen tauchen. Ah, hier kommen wir auf jeden Fall hoch. Was? Oh nein! 5 Sterne! Okay, dann lassen wir das mal mit dem Tauchen, weil ich glaube, die sind gleich hier bei 5 Sternen. Ja, kommt schon der Erste, der auf mich schießt und ich will nicht sterben und meine ganze Munition verlieren, ganz ehrlich. Oder bin ich einfach nur auf... Oh fuck, ich bin einfach nur auf geschütztem Gelände, oder? Deswegen habe ich 5 Sterne. Oh, shit, hier holt. Wo kommen denn die ganzen Polizisten her? Die standen doch überhaupt nicht hier. Oh, fuck! Was ist denn hier los? Habt ihr nicht gesehen? Habt ihr nicht gesehen? Habt ihr alle nicht gesehen? Schön 100.000 Dollar umsonst ausgegeben. Ach, mein ganzes Geld, meine schöne SMG. Ach, was ist denn da los? Ich habe ja alles noch. Hä? Warum habe ich denn alles noch? Weil ich die Freundin habe oder was? Mir wurde mal gesagt, dass wenn ich irgendwie mit Freundin mich gut stelle, bla bla, dass ich dann mein Geld behalte, wenn... Quatsch, mein Geld behalte, sage ich schon. Meine Munition, meine Waffen behalte, wenn ich sterbe. Das ist ja gerade der Fall, oder? Krass, was ist denn da los? Aber das ist doch eine Werkstatt-Tussi. Meine neue Freundin, das verstehe ich gerade nicht. Merkwürdig, merkwürdig. Egal, ich fahr mal zu dem... Ich mach jetzt mal das andere Symbol wieder weg. Ich fahr mal zu unserem Mortal Kombat Symbol und... Kann mir irgendjemand sagen, was das Symbol wirklich sein soll? Ein Drache oder so? Also ich hab immer noch das Gefühl, dass es ein Mortal Kombat Symbol ist. Egal. Dann fahren wir mal hin und machen die neue Mission, die nächste Mission, die nächste Mission. Schauen wir mal. Ah, jetzt dürfen wir wieder zur Werkstatt fahren, oder was? Zu unserer. Sieht so aus. Naja, wäre nicht schlimm gewesen, also wenn es auf dem Dach gelandet wäre, ist zumindest nicht schade um das Auto. Okay, speichern wir erstmal. Jetzt haben wir die Mission gerade geschafft. Bevor wir das vergessen. Torino's last fight. Okay. Carl, it's Woozy. I've got some information for you. Hey, Woozy, what's the business? My man found that van you were looking for by the helipad downtown. And Torino? Yep, he's there. Apparently he's about to take some merchandise and cut up a helicopter. They've already started loading boxes. Something about Torino don't add up. Holler back if you hear something. Torino steckt auf einem Helilandeplatz in der Nähe in einen Helikopter. Du musst dahin und ihn aufhalten. Gut, dann beeile ich mich mal. Es ist keine Zeit angezeigt, also gehe ich mal davon aus, dass es dementsprechend auch ohne zeitliche Begrenzung ist.
Hoffe ich zumindest mal. Oh, was ist das denn wieder für eine Schrottkarre, ey? Das war, die lag halt gerade bei mir im... Ah, cool, kann man drüber springen? Bestimmt. Da ist auch ein Blumenstrauß. Kann ich den vielleicht dann mitnehmen und meiner Freundin geben? Probier mal aus. So. Beim nächsten Mal führe ich die dann einfach in diese Bar, die da unten ist, am Hafen. Scheiß drauf. Weil dieses tolle Restaurant hat ja auch nicht gefallen. Okay, da sind wir ja gleich da. Da. Oh Gott. Schießen die ja mit Raketenwerfern auf mich? Sind die noch ganz dicht? Reißt euch zusammen, Jungs, reißt euch mal kurz zusammen. Oh fuck. Kann ich so nicht treffen. Haha. Schönes Ding. An die Mission kann ich mich überhaupt nicht mehr erinnern, ehrlich gesagt. Oh fuck. Nee, ich will keinen Polizisten, ich muss den Polizisten erschießen. Der bringt mich sonst um. Geht ein cooles Motorrad auf jeden Fall. Ich bin ja fast wieder tot. Ich muss mal auf meine Energie achten, ich Vollidiot. Oh, die Polizei nervt. Ey, wenn ich die Mission jetzt noch schaffen sollte, dann wäre es echt krass, weil ich habe halt gar keine Energie mehr. Naja, egal, wir probieren es trotzdem mal. Das ist auch blöd, dass man nichts hat, um seine Energie wieder aufzufüllen, also während der Mission vor allem. Das ist dann wohl der LKW, wo sie die Kisten hergeholt haben, um sie zu verladen. Schießt denn auf mich? Fuck, es war ja so klar, dass ich das nicht schaffe. Ach, ich bin... Oh! Diesmal habe ich... Ach nein, diesmal habe ich nicht mehr! What? Wieso habe ich denn diesmal keine Munition mehr? Und keine Waffen und überhaupt gar nichts. Oh, Mäusel, was ist denn da los? Ja, wenigstens verschwindet mein Fett langsam wieder. Ach nein, was ist denn... Was, wieso? Ich verstehe das nicht. Was ist denn da los? Was ist denn da passiert? Sehr merkwürdig auf jeden Fall. Was mache ich denn jetzt? Ohne Munition brauche ich die Mission dann nicht nochmal machen. Das heißt, ich müsste ja erst nochmal einkaufen gehen, Waffen und Weste, aber da bin ich gerade zu faul für. Ich denke, ich werde einfach nochmal... Worauf habe ich jetzt Lust? Ich werde nochmal meine Freundin ausführen. Muss ich nochmal auf die Karte gucken, wo die wohnt. Da. Ach verdammt, jetzt habe ich auch den Blumenstrauß nicht mehr, ne? Hm, schade. Aber ich weiß ungefähr noch, wo er ist. Ich muss einfach nur jetzt nach rechts. Nochmal nach rechts. Nach links. Nach hier unten, wo gerade vier Polizeiautos so lang fahren. Was ist denn hier los? Ja, hier lang. Oh, verdammt, das war natürlich nicht so schlau. Hier war der. Auch nicht schlecht. Hey, überfahr mich nicht. Hier ist mein Auto. Fuck! Oh. Nein! Toll, das ist echt die tollste. Oh, das ist ja wieder mal ein richtig geiles, failiges Let's Play. Ich meine, es ging eigentlich ganz gut los, weil die eine Mission haben wir ja geschafft, aber seitdem schaffe ich eigentlich nichts mehr. Will dieses Motorrad haben. Ich will dieses Motorrad haben, habe ich gesagt. Hallo, bleib doch mal stehen. Den hole ich schon noch ein, irgendwann kommt eine rote Ampel.
Irgendwann kommt die rote Ampel, die dafür sorgt, dass er stehen bleiben muss. Und dann habe ich das Motorrad. Oder auch nicht, dann nehme ich dann doch lieber das Auto jetzt hier. Ja, das gleiche Spiel nochmal. Diesmal bitte ohne, dass ich irgendwo ranfahre. Krass, richtig krass. Was ist denn hier los? Was mache ich denn für einen Müll? Ich hoffe, dass ich ganz, ganz viele Flames bekomme. Ich möchte, dass ein Flame voller Kommentar von euch geschrieben wird. Schreibt mich bitte in den Kommentaren tot. Zeigt mir, wie schlecht ich hier in dieser Mission, zeigt mir, wie schlecht ich in dieser Aufnahme war. Ich möchte, dass ihr mich flamed. Natürlich, ohne dabei zu ausfallen zu werden, weil das mag YouTube ja nicht, ne? Also flamed bitte gesittet. So, und jetzt auf zu meiner Freundin. Vielleicht funktioniert das wenigstens noch. Schauen wir mal, schauen wir mal. Ich habe echt kein gutes Gefühl darüber. Scheint kein guter Tag zu sein, wie es aussieht. Mein Internet geht nicht. Ich versage hier die Mission. Also ich hoffe mal, dass mein Internet irgendwann wieder geht. Ich, das erste Mal, seitdem ich hier in der Wohnung wohne, seit, keine Ahnung, knapp 3 Jahren, dass es Probleme mit dem Internet gibt. Ich war kurz am Anfang, nachdem ich aufgestanden bin, online. Dann gab es irgendwelche Probleme beim Auflösen der Websites über den DNS-Server, obwohl ich noch online war. Das ist vielleicht schon ein Mal passiert. Dann dachte ich mir, okay, da hilft immer einfach ein Reset des Routers. Das habe ich gemacht und seitdem ich den Router reset, der geht er nicht mehr online. Muss ich mal gucken, was ich da am besten mache. Aber ich gehe davon aus, dass es eigentlich nicht an mir liegt. Das müsste eigentlich bald wieder gehen. Egal. So, gehen wir mal zur Freundin. Hi there, baby. Hey, beautiful. You want some food or something? No problem, if that's what you want. Hier, ich möchte dir den Blumenstrauß geben. Na gut, dann halt nicht. Kann ich ihr anscheinend doch nicht geben. Wozu brauche ich denn bitte einen Blumenstrauß, wenn ich niemanden geben kann? Diesmal fahre ich in die Bar jetzt da unten. Ist mir scheißegal, ob die sagt, dass das Gebiet scheiße aussieht. Weil ich bin in ein besseres Gebiet gefahren und das hat ihr auch nicht gefallen. Ist mir scheißegal, ob ihr das Gebiet gefällt. Wir gehen jetzt in die Bar und dann will ich, dass ihr sich da amüsiert. Und wir können ja mal kurz gucken auf die Karte, aber das sind doch alles nur. Wir könnten die Bar probieren zum Beispiel. Ah, probieren die Bar hier mal. Vielleicht gefällt ihr ja die Gegend besser. Ah, vielleicht will sie aber auch zu so einem Cocktail-Dingens da. Ach, wir haben eh nichts anderes zu tun. Ich gehe jetzt einfach zu diesem Cocktail-Dingens. Ach nee, das dauert zu lang. Die Aufnahme ist ja auch gleich vorbei. Wir gehen jetzt einfach hier hin, Mann. Wo ist denn die Bar? Ach ja. Was liegt denn hier rum? Futterapparat. Komm schon, Baby, es gefällt dir bitteschön. Das ist ja auch wieder ein Diner. Warum ist denn dann so ein Barzeichen? Fuck, ey. Ach, scheiße. Naja, dann müssen wir höchstwahrscheinlich mit ihr zu diesem Cocktail-Glas da fahren, weil ich kann mir nicht vorstellen, dass sie unbedingt in so ein Burger-Dingens will. Das ärgert mich jetzt aber schon, muss ich zugeben. Was mach ich denn Geiles? Na komm. Da wird wohl unsere Liebe nicht gestiegen sein, habe ich das blöde Gefühl. Na komm. Du hast keine Ahnung, wie man eine Dame behandelt. Fuck, ey. Das ist natürlich echt ärgerlich jetzt. Das ärgert. Oh, Fortschritt bei Nicole, 0. Michelle. Nicole? Michelle, 0. Oh, fuck, ey. Naja, egal, ich gehe jetzt speichern und. Ach so, wahrscheinlich darf ich da erst dieses Ding fahren, wenn ich mit ihr zusammen bin, oder? Naja, ich wünsche euch noch viel Spaß. Doppelte Hand, sage ich schon. Doppelte von dem, was ihr mir wünscht. Und.
Ja, schreibt mir bitte in den Kommentaren, wie toll ihr es fandet, dass ich hier nur rumgefehlt habe. Ich fand es zumindest super toll. Bis zum nächsten Mal, euer Paxis.